Hallo ihr Lieben, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Herzlich willkommen. Ja, wir hatten ja am Ostersonntag unsere Cut-Medaillons gemacht in einer fruchtigen Marinade. Waren wir so begeistert. Wir haben die Marinade nochmal gemacht, ein bisschen abgewandelt. Und da machen wir heute ein Schweinefilet mit. Und dazu gibt's grünen Spargel und Tagliatelle. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute wollen wir Schweinefilet marinieren. Wir lehnen uns da an unsere Kalbsmedaillons und nehmen auch wieder eine Orange, das heißt eine halbe Orange haben wir ausgedrückt, eine halbe Zitrone. Allerdings nehmen wir diesmal Rosmarin. Hier habe ich drei kleine Zweige bzw. die Nadeln, Blätter, wie auch immer man das nennt, klein gehackt. Dann haben wir unser Schweinefilet. Die Orangen bzw. Zitronenscheiben werden wir nach dem Marinieren morgen hier in die kleine Tasche stecken. Ja, und dann mal sehen, wie das wird. Für die Marinade nehmen wir noch Olivenöl mit dazu, Salz und Zitronenpfeffer. Hier habe ich nun unsere Marinade zusammengerührt aus 3 Esslöffeln Olivenöl, 1 Teelöffel Zitronenpfeffer, den Rosmarin, Nadeln, Zweigen, klein gehackt, wie auch immer, eine halbe Zitrone und eine halbe Orange ausgedrückt. Und darin werden wir nun unser Schweinefilet einlegen. Unser Schweinefilet liegt nun in der Marinade. Ich habe noch etwas Salz drüber gegeben und das Ganze werden wir nun einschweißen. So, perfekt verschweißt. Nun geht es über Nacht in den Kühlschrank. Hier nun unser mariniertes Schweinefilet. Wir haben schon mal die Orangenscheiben und die Zitronenscheiben in die kleinen Taschen gesteckt. Wir haben die Restmarinade aufgehoben, denn zu unserem Schweinefilet soll es heute Tagliatelle geben mit grünem Spargel. Ich bin heute ganz komisch, ne, von der Zutatenliste. Also, wir brauchen Schweinefilet, wir brauchen Tagliatelle, wir brauchen ein bisschen Zitrone, grünen Spargel, einen gehäuften Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Butter, die restliche Marinade, Kochsahne und gewürzt wird mit Pfeffer und Salz noch. Ja, Freunde, unser Filet ist jetzt auf dem Grill. 180 Grad habe ich eingeregelt, indirekte Hitze. Ja, und da lassen wir es jetzt gar ziehen. Unseren Spargel habe ich nun geputzt, in mundgerechte Stücke geschnitten und der darf nun eine Viertelstunde köcheln. Unser Kochwasser ist mit Zucker und Salz gewürzt. Da habe ich 3 Teelöffel Zucker reingetan und 2,5 Teelöffel Salz. So, nun geht es an die Soße. Unser Spargel ist gekocht. Nun werden wir unsere Butter schmelzen lassen im Topf. Da schwitzen wir dann unser Mehl an und löschen das Ganze mit Spargelwasser ab, sodass wir eine schöne sämige Soße bekommen. Nun habe ich schon unser Mehl angeschwitzt. Nun lösche ich das Ganze mit Spargelwasser ab. Ich habe nun 5 große Kellen Spargelwasser zur Mehl-Butter-Mischung dazugegeben und lasse das Ganze nun einmal aufköcheln. Nun gebe ich noch die restliche Marinade dazu. War wirklich nicht viel. Wenn das noch 3 Esslöffel waren, dann war es viel. Das rühren wir unter. Und dann werden wir das Ganze mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Eine halbe Zitrone presse ich aus, aber ich denke, ich werde nicht den gesamten Saft nehmen. Nur so ein bisschen, weil durch die Marinade war schon ja, zitronig. Etwas Pfeffer und Salz geben wir noch dazu. Dann kommt noch die Kochsahne da rein.
Und dann sollte unsere Soße eigentlich fertig sein. Zum Schluss geben wir noch unsere gekochten Spargelstücke dazu und das Ganze kann dann zur Tagliatelle gereicht werden. Ihr Lieben, mein Schatzi hat nochmal abgeschmeckt. Wir haben noch ein Löffelchen Zucker damit reingemacht, damit sie gar so zitronenlastig ist. So, unser Filet haben wir jetzt auf 60 Grad Kerntemperatur gar gezogen. Ja, Anne ist drin auch soweit. Jetzt kann gegessen werden. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Das Filet, das fruchtige Filet, einfach nur lecker. Die Marinade ist über Nacht schön eingezogen auf dem Grill. Ich glaube, eine Stunde haben wir gebraucht. Wir haben es auf 60 Grad gezogen. Einfach nur lecker, müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und die Kombi vom Spargel und der Tagliatelle passt wunderbar dazu. Dazu die Soße noch. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, das Rezept, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Ja, Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr am kommenden Mittwoch schon wieder dabei seid. Da machen wir wieder ein saisonales Gericht. Ansonsten sagen wir Tschüss und noch einen schönen Tag.